keine Sau wirbt dafür. Und wir lernen alle nur Produkte kennen wie Haribo Lakritzschnecken und Popcorn von XYZ und alle möglichen Katjes Finger, Quatsch, zwischen die Zähne steckende Joghurtgums und so weiter. Davon bekommen wir alle was mit. Aber wir lernen nicht gesunde, rohköstliche Snacks und richtig, richtig geile Dinge kennen. Warum lernen wir die nicht kennen? Weil das ist keine Gewinnspanne. Das ist das Produkt und das kann man dann importieren oder ernten und dann verkaufen. Und die Gewinnspannen sind einfach da nicht so hoch. Fragt mal die Bauern, was die für Gewinnspannen haben. Die sind nicht so hoch. Und genau da möchte ich heute euch etwas vorstellen, wo ihr die ganzen Süßigkeiten, den ganzen Scheiß weglassen könnt. Egal, ob es vegan ist oder nicht vegan. Weil letztlich, ich glaube, da sind wir uns alle einig, sind unverarbeitete Dinge, natürlich gewachsene Dinge, einfach das Beste, was wir unserem Körper antun können. Und ich möchte euch heute etwas vorstellen, das ist die Arzneipflanze 2012 gewesen. Vielleicht weiß nun einer von euch, was das genau ist. Und ich bin restlos begeistert. Ich habe das zuerst genommen für einen Tee und jetzt habe ich mir einfach meine Tüte bestellt. Das ist absolut der Wahnsinn. Jeder kennt das Gefühl, wenn er zum Beispiel ja, einfach mal so fließen lässt und vielleicht ins Kino geht oder bei YouTube Videos anschaut. Natürlich kennt das jeder, sonst würdet ihr gar nicht das YouTube Video jetzt schauen. Dass ihr einfach gerne irgendwie vielleicht dabei irgendwas esst. Das ist nicht gesund, das ist nicht optimal, ne? Aber es ist einfach mal so. Und dann müssen wir das auch in dem Punkt einfach akzeptieren. Und natürlich kann man daran arbeiten, das abzustellen. Aber das ist ein anderes Thema. Jetzt gehen wir einfach mal davon aus, ihr sitzt im Kino. Neben euch packt jemand sein 1 Kilogramm vollgezuckertes Popcorn aus und trinkt dazu seine Cola. Und der andere neben euch, der rechte Nachbar neben euch, der nimmt einfach was mit von zu Hause, irgendwelche Gummibärchen, und freut sich, dass er nicht die überteuerten Preise im Kino bezahlen muss. Ja, und isst dann halt irgendwelche veganen Katjes Zeug, wo auch genug Unsinn drin ist. Und dann kommt ihr und ihr holt eure Tüte raus. Wisst ihr, was das ist? Das ist Süßholz. Süßholz. Eine so eine Stange wiegt ungefähr 10 Gramm. An einer so einer Stange esse ich genussvoll über eine Stunde. Über eine Stunde mache ich mir immer so ein kleines Fässerchen ab und esse das. Es ist total süß. Es ist leicht bitter, also ich liebe die Kombination bitter und süß, das ist wie Löwenzahn, aber sie ist vor allem süß, lakritzartig und ja, also bitter nur ein bisschen. Aber wenn ihr eh euch sag mal, halbwegs rohköstlich ernährt oder auf dem Weg dahin seid, das ist der absolute Hammer. Ihr nehmt so einen Stick mit ins Kino oder vor euer YouTube-Video und esst das. Stück für Stück. Es ist sowas von geil süß. Und ich habe das jetzt wie gesagt in meinen Tee vergoldet, kann ich jetzt schon fast sagen, weil die Dinger, die sind einfach perfekt. Die sind einfach nur perfekt. Ist ja nicht nur so, dass das einfach geil schmeckt, süß und bitter und es ist einfach gesund. Ist die Arzneipflanze 2012. Die hat nämlich einige super Funktionen. Zum einen hat sie einen hohen Anteil an Saponin. Ich habe da schon mal ein Video dazu gemacht. Das ist ja, ein Video, so ein Animationsvideo, ein paar Informationen. Ich verlinke euch das mal oben. Könnt ihr anschauen, das ist ein sekundärer Pflanzenstoff. Auf jeden Fall daher. Dann, was hier auch richtig speziell ist, ist, es senkt den Testosterongehalt. Und das ist halt für mich so perfekt. Ich habe ja einen 7-fach erhöhten Testosterongehalt. Es ist sehr, sehr selten. Genauso wie Farbenblindheit. Vielleicht ist deshalb irgendwie das anders gepolt. Und ja, und damit kann ich halt meinen Testosterongehalt senken. Und das ist halt für mich einfach total angenehm. Weil, ja, ich bin halt ein... Ihr wisst ja, wie Testosteron sich bemerkbar macht. Und ja, manchmal ist es halt auch ganz schön, mal so ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen, keine Ahnung. Also damit habe ich jetzt, kann ich noch nicht sagen, dass das merkbar ist, aber für mich ist es tendenziell schön. Für Frauen ist es im Übrigen auch ganz interessant. Es gibt Frauen, die haben Haarausfall oder Frauen, die, ja, also die einfach darunter leiden, so viel Testosteron zu haben. Und da ist das halt auch perfekt. Und generell gegen Entzündungen, logischerweise ist es ein Naturprodukt, das ist ein Stück Ast. Oder, beziehungsweise es ist ein Strauch, der wird ungefähr 1 Meter hoch. Das heißt, hier sind wahnsinnig viele Stoffe drin, die man alle noch gar nicht erforscht hat. Und das ist halt einfach nur ein Stück Gesundheit, was geil schmeckt und was ja, im Endeffekt
ganz wenig kostet. Also ich sehe es ja gleich, verlinke euch das mal unten. 500 Gramm kosten 10 Euro, also 20 Euro das Kilo. Das heißt, da sind wir bei 100 Gramm bei 2 Euro und bei 10 Gramm bei 20 Cent. Das heißt, eine Stunde lang snacken, süß snacken kostet euch 20 Cent. Ich dachte, das ist so hammerbillig. Und ihr könnt das theoretisch auch in den Tee tun. Und da ist vielleicht besser, sich ein geraspeltes Süßholz zu holen oder so ein bisschen zerkleinertes. Gibt da verschiedene Abpackungen, also entweder so, dann in gröberen Stücken und ganz fein. Und da könnt ihr das als Tee auch nehmen. Aber ich nehme einmal so eine Stange mit, wenn ich irgendwo, na gut, ich gehe halt nicht mehr ins Kino, aber ich gucke halt YouTube-Videos manchmal, aber eigentlich auch nicht mehr so viel. Aber ich gucke manchmal auch eine Serie. Und wenn ich eine Serie gucke, dann kann ich das nehmen und auch so einfach so zum... Na, es gibt einfach so Sachen, wo man einfach was in der Hand hat und isst dabei und das gerne möchte. Und das ist auch gut für den Speichel. Das ist ja der Vorteil von Kaugummi. Damit hat ja die Kaugummi-Industrie jahrelang geworben. Dadurch, dass man halt nicht ständig kaut, wird Speichel gebildet und ist halt gesund. Und das passiert hier genauso. Aber auf eine wirklich gesunde Art und Weise. Und ja, und deshalb meine absolute Empfehlung, ganz kurze Information, man sollte nicht für über 50 Gramm am Tag essen, das heißt nicht über 50 Stangen. Aber ganz ehrlich, selbst eine Stange am Tag zu essen, sehr selten. Also kann ich mir nicht vorstellen, weil das ist zwar so geil, aber ich tue nicht jeden Tag irgendwie eine Stunde irgendwie bei irgendwas gucken und knappere dabei. Aber dafür ist es halt so elend geil geeignet. Und deswegen meine absolute Empfehlung hier, Süßholz einfach mal so ein Stöckchen zu nehmen. Es ist so mindblowing. Es ist so mindblowing, wie viele tolle Sachen es gibt auf dieser Welt, die wenig Geld kosten, weil halt die Gewinnspannen nicht so hoch sind, weil es einfach ein natürliches Produkt ist und wovon wir nie was erfahren. Außer man hat Raw Spirit abonniert. Und ihr habt das und ich wünsche euch echt total Spaß bei dem Ding hier und beim Essen. Und nochmal ganz deutlich, also ist ein leicht bitterer Geschmack dabei, aber es ist vorrangig süß, lakritzig, also wirklich süß, lakritzig. Ihr seht hier so einen Baumstamm und denkt vielleicht, Baumstamm? Nee. Oder so ein Strauchstamm? Nee. Aber das ist wirklich süß und lakritzig. Ist fasrig, ne? Ist fasrig, das heißt, ihr habt schön lange was zu kauen, Zellulose. Und ja, aber löst es dann auch so halbwegs auf und dann schluckt ihr das und also ich bin einfach nur begeistert und wollte das unbedingt mit euch teilen und ja, bin gespannt, wer Erfahrungen mit solchen Stöckern hat zum Essen. Ich kann bis jetzt nur Biwak oder Biswak, wo man sich die Zähne damit reinigt. Das habe ich auch gegessen, das hat aber nicht geschmeckt. Aber das hier, also wirklich absoluter Hammer. Und ja, dann viel Spaß, lasst uns in den Kommentaren austauschen und bin gespannt, was ihr dazu sagt. Thank you.